Und das hat dann bei mir einen Effekt aufgelöst, dass ich gar nicht zurück wollte, da, nach Hölsten, sondern ich wollte dann studieren und habe gedacht, ich könnte ja mal vielleicht eine diplomatische Karriere oder irgend so etwas machen. Ich bin an und für sich vorbelastet mit Uhrenindustrie. Mein Vater hat eine kaufmännische Lehre gemacht in Waldenburg bei Thomans Uhrenfabriken. Und da ist mein Vater dann 1923 als kaufmännischer Angestellter angekommen und ist dann gleich schon, etwa, glaube ich, ab 27 ist er dann schon Marketingleiter von Christian, wo der, gerade bevor der Christian gestorben ist, hat er ihn noch zum Verkaufschef, wenn man so will sagen, gemacht. Und da ist mein Vater natürlich geblieben bis ans Ende aller Zeiten. Er hat schon ein bisschen mitgerechnet, dass ich später einmal da wird eintreten und hat gefunden, ich müsse richtig Französisch lernen. Und dann hat man mich also als 15-Halbjähriger nach Neuenburg verfrachtet, dann bis zu der Matur in die Schule. Und habe dort natürlich eine tolle Zeit erlebt. Das war dann gerade Ende Krieg. Ich bin also gerade im Mai 1945, wo der Kriegsende war, sind wir gerade seit einem Monat in Neuenburg. Und im Vergleich zu dem Hölsten war das natürlich eine unglaubliche Offenbarung. Wenn man sich vorstellen. Und das hat auch fast dazu geführt, dass ich dann doch nicht auf Hölsten kam, erst später. Denn ich bin im Umfeld des damaligen Bundesrat Petit-Pierre, der war damals Außenminister von der Schweiz. Und ich bin bei der eine Cousine von ihm gewohnt. Wir sind gerade nebeneinander gewohnt. Und darum bin ich mit diesen Petit-Pierre-Buben, der älteste war ein Jahr älter als ich und die zwei anderen sind entsprechend jünger gewesen, bin ich eigentlich nicht in der Schule, aber sehr viel aufgewachsen. Mit denen habe ich eigentlich auch Französisch gelernt. Das war eigentlich mein Glück gewesen. Und das hat dann bei mir einen Effekt aufgelöst, dass ich gar nicht zurück wollte, da, nach Hölsten, sondern ich wollte dann studieren und habe gedacht, ich könnte ja mal vielleicht eine diplomatische Karriere oder irgend so etwas machen. Aber gut, dann bin ich also ins Studium, habe Jus studiert. Zuerst bin ich nach London, habe in London angefangen eigentlich. Das heisst in Englisch, ja. Okay. Und in der Zwischenzeit, jetzt gehen wir jetzt zurück zu der Oris, sind wir also im Jahr 1954, 55, wo wieder einmal das sogenannte Uhrenstatut in Diskussion war. Dass wenn einer also Zifferblätter gemacht hat aus Metall und hat jetzt wollte Zifferblätter aus E-Mail machen, das ist nicht gegangen. Wenn einer hat wollte, eine Schalenfabrik gründen, nebst seinem Rohwerk, hat er eine Bewilligung haben. Wenn er wollte, Schalen aus Stahl machen, hast du also eine andere Bewilligung als Schalen aus Chrom. Also bis ins Detail alles reguliert gewesen. Und da haben eben unsere Leute da haben da gelitten drauf. Die haben eben wollen unbedingt angefangen, Ankeruhren machen, schon lange. Und haben das nicht können. Und jetzt muss man das unbedingt bodigen. Und darum ist dann mein Vater und der Vater Herzog auf die Idee gekommen, wir könnten jetzt diesen jungen Mann hier eigentlich mal anstellen für das ganze Zeug. Der ist Jurist, der verstopft vielleicht ein bisschen etwas. Ich bin da damit zum ersten Lobbyist geworden in der neuzeitlichen Uhrenindustrie. Das Wort war damals nicht bekannt gewesen, aber ich bin richtiger Lobbyist geworden. Und da bin ich so auf Hölsten gekommen. Gut, wir haben so einen Titel gehabt und irgendetwas, dann haben sie mich einfach zum Direktionssekretär gemacht. Aber meine Aufgabe, meine Hauptaufgabe war, das Uhrenstatut zu bodigen. Und das ist juristisch, politisch auch eine hochinteressante Geschichte. Ich bin natürlich völlig unbeschriebenes Blatt gewesen. Das ist klar, wie macht man das? Wie tut man sich da in Szene setzen? Also habe ich dann angefangen, Parlamentarier aufzusuchen. Und habe mich die empfangen. Ich habe eine Schweizer Reise gemacht, ein halbes Jahr. Und habe mir einen Artikel geschrieben, natürlich. Und da habe ich zweimal Glück gehabt. Das erste Mal hat es damals noch die sogenannte Basler Nachrichten gegeben. Und die haben das waren die Ersten, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich ein völliger Wahnsinn. Jetzt dauert das seit 1934 und wir sind 55. Und 20 Jahre winkt man das durch, völlig protektionistisch, es ist hirnwürdig. Da muss man dem Lehmann-Teil mal schreiben. Gleichzeitig hat man Zürich Zeitung, Basel Nachrichten, Basel Landschaft, das St. Gallen Tagblatt usw. So die haben meine Artikel tatsächlich abgedruckt. Das ist ein Wunder, wie das eigentlich gegangen ist. Ausschlaggebend war dann, um das Kapitel schnell abzuschließen, dass
ich Eingaben gemacht habe, dann haben wir von der ORIS natürlich auch ein zeitgenössisches politisches Departement, dort hat es auch langsam Morgenröte auftaucht, die neue Bundesröte gekommen, die gefunden haben, ja, das muss man, glaube ich, schon neu anschauen. Und da hat der damalige Chef vom Volkswirtschaftsdepartement hat dann seinen Generalsekretär, das war Dr. Huber, das war ein St. Galler, der ist dann später mal Bundeskanzler geworden von der Eidgenössenschaft. Also der Dr. Huber, der hat dann das begriffen und hat dann einen Bericht abgegeben am Bundesrat über eben die Geschichte in der Uhrenindustrie. Und der Bericht hat dann eingeschlagen. Hat dann der Bundesrat damals wirklich gesagt, nein, das können wir am Parlament nicht mehr zur Verlängerung geben. Also so bin ich eigentlich in das ganze Zeug hineingekommen. Aber ich konnte natürlich nicht nur einen Artikel schreiben und Bleistiftspitzen, ich musste ja sonst nicht mehr machen in der Fabrik. Und darum haben sie mich dann gleich mal zum Personalchef gemacht. Das war also mit der Zeit ein Fulltime-Job geworden und es war dann plötzlich halt keine Rede mehr von meiner diplomatischen Karriere.